Jo Leute, und somit herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute zeige ich euch das Ferrero-Sammelheft zur deutschen Nationalmannschaft 2024 zur Europameisterschaft. Außerdem öffnen wir noch 3 Sticker-Tütchen mit insgesamt 5 Stickern, also insgesamt 15 Sticker heute in diesem Video. Ja, dieses Album ist wieder in der Zusammenarbeit mit dem Kicker und Ferrero rausgekommen. Wie schon quasi in den ganzen Jahren, wo früher das ja alles ja noch ein bisschen einfacher war zu komplettieren. Und auch nun dieses Jahr ist diese Aktion wieder rausgekommen in allen Produkten der Ferrero-Gruppe, also der Milchschnitte, der Kinderprodukte, Nutella, Hanuta und den Duplos. Also wieder mal alle Produkte, die quasi mit Schokolade zu tun haben. Das Ganze ist wie gesagt wieder powered by Kicker, also die Kicker-Informationen sind hier drinne und gestreut, also quasi kann man sich auf verlässliche Informationen zumindest schon mal freuen. Vorne auf dem Album haben wir insgesamt 7 Spieler. Alle schon, das finde ich sehr cool, in dem neuen Nationaltrikot, was dann auch wirklich jetzt in der Europameisterschaft eingesetzt wird. Und hier haben wir natürlich wie jetzt Füllkrug, Havertz, Gündogan, Rüdiger, Ter Stegen und ein Thomas Müller. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal in dieses Album rein. Das Album kostet 1 Euro, wenn man sich das kauft, aber man kann sich das auch quasi durch die Premium zuschicken lassen. Eine Stickertüte habe ich schon mal vor 2-3 Wochen geöffnet. Und da habe ich sozusagen die Sticker auch schon eingeklebt, unter anderem hier das schöne deutsche Logo auf Seite 1. Und dann werden hier einmal die Sticker quasi erklärt. Es gibt die Porträt-Sticker, die gibt es auch nochmal als Metallic-Sticker, also als Glanzvariante. Dann gibt es Action-Sticker, Spielort-Sticker und Mannschaftsfoto XXL-Sticker, also 4 verschiedene Sticker oder mit der Glitzer-Version halt 5 verschiedene Sticker. Dann haben wir ein Vorwort von Senior Content Manager beim Kicker William Harrison. Und auf jeden Fall sehr, sehr schöne Informationen dabei. Auch exklusive Videos mit Christoph Kramer und Jule Brandt unter anderem. Beide ja auch entweder früher oder noch aktiv in der Nationalmannschaft der Männer und Frauen gespielt. Und auf jeden Fall dieses Album wieder mal rausgekommen. Dann haben wir was zu den bisherigen Europameisterschaftstiteln 1972, 80 und 96 und vielleicht auch 2024. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, auch wenn es relativ unrealistisch ist. Obwohl man sagen muss, Deutschland hat jetzt unter Nagelsmann wieder zumindest ein wenig Form aufgenommen und der Hype ist zumindest ein wenig wieder da. Dann haben wir die vorhin gesehenen Spielerinnen Brandt und Kramer nochmal im großen Interview. Kann man auf jeden Fall sich auch mal durchlesen. Denke ich mal, ein paar interessante Themen auch dort besprochen. Und dann haben wir die Spielerseiten und jeder Spieler hat quasi ein Porträt und ein Action-Sticker bekommen. Der Action-Sticker ist dann quasi durch dieses Bild einmal abgebildet. Dann haben wir einen kleinen Text zum Spieler. Wusstest du und die Informationen des Geburtsorts und das Geburtsdatum, die Position, die Größe und das Gewicht, der erste Verein, das erste Länderspiel mit dem quasi Ergebnis und seine Top-Titel, zum Beispiel Ter Stegen, CL-Sieger 2015 mit dem FC Barcelona. Auf jeden Fall hier Ter Stegen und Neuer natürlich beide abgebildet, aber ich denke mal, dass Manuel Neuer dann trotzdem wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Bei Bayern ist er zumindest auch schon wieder in relativ guter Form. Als dritten Torwart haben wir Olli Baumann, den habe ich auch schon hier als Sticker einkleben dürfen. Manche Spieler haben nämlich nur so einen Porträtsticker bekommen, aber ihr seht, es ist relativ schwer, die Sticker richtig einzukleben. Also ich habe mir Mühe gegeben, aber irgendwie sieht das nicht so geil aus am Ende des Tages. Auf jeden Fall haben wir dann noch Kevin Trapp als vierten Torwart hier dabei. Dann haben wir Rüdiger, auch er hat nur einen Porträtsticker bekommen. Dann haben wir Mats Hummels, Jonathan Tah in der Verteidigung. Ihr seht manche Spieler mit neuem Nationalmannschaftstrikot und manche mit altem. Dann haben wir Nico Schlotterbeck und Malek Chow. Und wie das so aussieht, hat so ein Spieler pro Doppelseite immer doppel, also 2 Sticker bekommen und einer immer nur einen. Hier sieht es dann wieder anders aus mit Niklas Süle und Benjamin Henrichs. Beides auf jeden Fall auch Kandidaten für den Kader. Dann haben wir Robin Gosens und eine Seite, wo 2 Spieler drauf sind mit David Raum und Robert Andrich. Robert Andrich muss mit zur Europameisterschaft aus meiner Sicht. Dann haben wir Emre Can und Joshua Kimmich. Kimmich auf jeden Fall der bessere der beiden aus meiner Sicht. Dann Goretzka und Gündogan. Und so wie Goretzka momentan spielt, denke ich, wird er es auch trotzdem noch in den Kader rein schaffen. Dann haben wir Jonas Hofmann mit einer Doppelseite. Und auf der Seite haben wir 2 Spieler mit Felix Metscher und Pascal Groß. Von den beiden würde ich ja noch Groß mitnehmen, weil Felix Metscher, klar, spielt er bei Dortmund und ist auch ein relativ guter Spieler. Aber ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt quasi in der Nationalmannschaft, um ehrlich zu sein. Dann haben wir Flo Wirtz, er muss mit, er ist quasi der beste Spieler der Nationalmannschaft, wenn man das so sehen möchte. Und Leroy Sané, auch er muss mit auf den Außen, sein Tempo wird gebraucht. Thomas Müller wird vielleicht vom Spielerischen nicht wirklich gebraucht, aber als Mentalcoach und insgesamt als Mann, der die Stimmung hochhält, Thomas Müller muss auf jeden Fall mit. Genau wie Kai Havertz hat sich bei den Boys aus Arsenal auch definitiv gefangen. Gnabry und Füllkrug, beides für mich auch Kandidaten, die mit können, aber nicht mit müssen. Also Füllkrug schon eher, aber Gnabry, ja. Gnabry ist so ein Spieler, der hat leider die Saison nicht so sein Glück bisher. Dann haben wir Kevin Schade, den Sticker habe ich auch schon. Und Marvin Ducksch, die beiden sehe ich eher nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Deswegen schön, die im Album zu haben. Aber ich denke mal nicht, dass sie mitkommen werden.
Dann haben wir hier Julian Nagelsmann nochmal mit quasi einem Sticker und ein paar Informationen zu ihm und die sportliche Leitung des Trainerteams von Julian Nagelsmann nochmal quasi. Sieben Leute, die im Trainerteam sind, wie Sandro Wagner, Benjamin Glück, Mats Buttgereit, Andreas Kronberger, Michael Fuchs, Niklas Dietrich und Kurislav Banovic, will ich ihn mal aussprechen. Und dann haben wir hier Platz für die beiden Mannschaftsfotos, einmal von der U21 und von der quasi A-Nationalmannschaft. Und dann haben wir hier das Dreamteam, das kann man theoretisch praktisch noch aufstellen, wenn man das haben möchte und vor allem so viele Sticker doppelt hat. Und dann haben wir noch Städtesticker zu allen 10 Spielorten der Europameisterschaft. Quasi ein Spieler, der dort in der Stadt geboren wurde oder in der Nähe. Und dann quasi den Städteumriss sowie den Spieler nochmal im Hintergrund mit dem quasi Namen des Ortes einmal abgebildet. Und nochmal quasi ein paar Informationen zu der Stadt. Und das war es. Also insgesamt 62 Sticker zum Sammeln. Dann haben wir hier nochmal einen Spielplan. Natürlich Deutschlands Gruppe A und unter anderem die Türkei in Gruppe F. Und dann haben wir hier nochmal quasi, in welchen Produkten es was gibt. Einmal hier die ganzen Produkte von der, wie gesagt, Ferrero-Gruppe. Und dann quasi die Aktionspackungen und Vorteilspacks, wo man tatsächlich 15 Sticker bekommt bei den Kindern. Und Duplo-Stäbchen, wo man quasi eine 20er-Packung kauft und 15 Sticker gleich bekommt. Habe ich auch gemacht. Diese Sticker-Tütchen sind aber tatsächlich aus den Produkten hier. Und ihr seht, es ist schon relativ schwer, an diese Produkte ranzukommen. Um an eine Sticker-Tüte, oder besser gesagt an zwei Sticker-Tüten mit 5 Stickern zu kommen, braucht man 4 Punkte. Das heißt, man muss zum Beispiel 2 Packungen Duplos, 2 Packungen Manutas kaufen, weil auf einer Packung sind nur 2 Punkte drauf. Das heißt, wenn man die quasi im Angebot selbst kauft, muss man ungefähr 2,40 Euro ausgeben, um gerade mal 2 Tüten zu bekommen. Und die Sticker hat man dann ja nicht mehr sofort, sondern man muss sie über den Online-Service wieder einstellen und bestellen. Und vor allem muss man die Codes eingeben und seine Adresse halt, damit Ferrero so viele Daten sammelt wie möglich, um quasi dort auch einen Nutzen rauszuziehen. Natürlich kann man das Ganze auch nicht nur für die Sticker ausgeben, sondern für so eine quasi Lautsprecherbox, eine Kühltasche, Socken oder einen Rucksack. Aber die Sticker sind natürlich schon das Hauptding. Und deswegen muss ich schon sagen, ein bisschen teuer, um ehrlich zu sein. Gut, für die 3 Tüten habe ich jetzt quasi 6 Punkte ausgegeben. Also quasi 2 Punkte ist eine Stickertüte, aber man braucht mindestens 4 Punkte, um die Stickertüten überhaupt zu bestellen. Finde ich schon ein bisschen schade. Dann haben wir ein kleines Quiz, wo man auch wieder ein bisschen was gewinnen kann. Nochmal Werbung für ein Kicker-Kids-Comic. Und auf der Rückseite nochmal das deutsche Nationalmannschaftslogo sowie die Schutzgebühr von 1 Euro pro Album. Ich würde sagen, wir gucken uns die Sticker mal an. Ich zoome ein wenig ran und dann gucken wir uns mal dieses 3 Sticker-Tütchen an. Eine war nicht mit Klebepunkt, das war die hier. So sieht sie, wie gesagt, aus. Schon relativ teuer. Und vor allem, ich finde es sehr, 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 sehr schade, dass das Ganze nicht in den Stäbchen drin ist, in den Packungen drin ist, sondern wieder leider nur online verfügbar ist. Und dass man selbst, wenn man die Produkte schon gekauft hat, noch warten muss. Das Ganze ist mit der Panini Family zusammen produziert worden. Das heißt, man kann sich zumindest auf hochwertige Sticker freuen. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, nochmal Deutschland-Logo, Panini-Logo. Das Ganze, würde ich sagen, öffnen wir auch direkt mal. Und haben direkt das Deutschland-Logo dabei. Leider schon gezogen, somit direkt der erste doppelte Sticker hier. Also so sieht der Holo-Shiny-Sticker aus. Dann haben wir den Action-Sticker von Serge Gnabry für die deutsche Nationalmannschaft logischerweise. Dann ein Städtesticker mit Jonathan Tah für Hamburg. Einen Porträtsticker mit David Raum, der Linksverteidiger von Leipzig. Und dann der Bundestrainer mit seinem Sticker im schönen schwarzen Hemd. Also das ist quasi die erste Stickertüte. 4 verschiedene Varianten der Sticker drin gehabt. Dann kommen wir jetzt zum Stickertütchen Nummer 2. Und hier haben wir einen Holo-Sticker. Oh, es ist Bambi. Jamal Musiala als Holo-Shiny-Sticker. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Den legen wir mal hier oben hin. Dann haben wir Städtesticker mit Frankfurt und Kevin Trapp. Das passt natürlich, der Mann spielt auch momentan noch in der Stadt. Dann haben wir Ilkay Gündogan als Action-Sticker. Genau wie Kevin Schade. Ich glaube, den habe ich mittlerweile leider auch schon. Und dann einen nächsten Action-Sticker und der ist mit orangem Hintergrund, weil es halt Verteidiger ist, mit Mats Hummels. Dann kommen wir noch zum letzten Stickertürchen. Auch hier wieder ein Glitzer-Sticker drin. Oh, das ist direkt der nächste richtig gute mit Florian Wirtz. Also wir haben hier richtig gute Action-Sticker gezogen und besser gesagt Glitzer-Sticker. Das freut mich auf jeden Fall. Dann haben wir den Porträt-Sticker von Kevin Schade. Den Action-Sticker von Jonas Hofmann, der Mann auf der 10 oder auf den Außen. Dann haben wir Niklas Hühler als Action-Sticker und der letzte Sticker, Action-Sticker von Robin Gosens. Okay, wie es so aussieht, hat man dann wohl immer einen Glitzer-Sticker garantiert pro Tüte. Aber wir haben definitiv mit Musiala und Wirtz die beiden wohl beliebtesten Spieler aus der Serie schon mal gezogen. Das ist auf jeden Fall schon mal toll.
Was sich auch noch zu der Serie sagen lässt, es gibt einen Nachbestellservice, wo man, glaube ich, für 25 Cent pro Sticker immer 10 Sticker gleichzeitig bestellen kann. Das heißt, 10 Sticker für 2,50 Euro plus Versand. Und soweit ich weiß und bisher gesehen habe und mitbekommen habe, kann man so oft wie man möchte nachbestellen. Das heißt, man kann das Album theoretisch praktisch auch über den Nachbestellservice mit 6 Bestellungen halt voll machen. Bloß, ich weiß nicht, ob ich so machen werde. Ich bekomme auf jeden Fall noch Sticker. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal in einem Video aufmachen werde. Aber ich denke mal, wenn es euch gefällt, werde ich nur noch mal ein paar Sticker-Tüten mir zusammensuchen und dann auf jeden Fall noch mal ein Video machen. Deswegen lasst doch gerne mal einen Daumen oben da und checkt eine Playlist hier oben aus. Dann verpasst ihr auf jeden Fall auch nichts mehr. Aber wie gesagt, es ist schon cool, die Sticker zu sammeln, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer, an die Produkte ranzukommen, an die Sachen ranzukommen und vor allem ist es sehr, sehr kostspielig für eine Serie, wo man früher quasi die Sticker einfach nur in den Produkten bekommen hat. Also finde ich, wie gesagt, sehr schade. Das Design ist top, da kann man nichts gegen sagen und die Informationen vom Kicker sind auch top. Das Album ist top Design, bloß wie gesagt, ein wenig schade, dass man halt nicht geschafft hat, diese Sticker wieder in die Tütchen rein zu tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne, wie gesagt, einen Daumen da und checkt die Playlist aus, sonst könnt ihr hier noch kostenlos abonnieren. Hier meinen Kanal gerne abonnieren und hier noch alle Full-Videos checken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.